Geht auch direkt los. Also, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Das heißt, ich sage einfach das, was ich denke. Und ich denke gerade nicht viel, weil das ziemlich überwältigend ist. Also das Matchup ist halt, da kann die ganze Zeit versucht wegzubleiben, aber Bison ist so ein Spieler, der einfach krasse Kombos machen kann und einfach manchmal reingeht, weil er Bock drauf hat. Also wir sehen schon coolere Sachen als bei anderen Darkhunts, würde ich sagen, aber im Generellen wird es sehr langatmig. Wir müssen gucken, wie halt, oder SDN muss gucken, wie er reinkommt und wie er seine Openings findet. Okay. Ja, Bison ist gerade ordentlich im Lead sogar, okay. Also SDN ist natürlich unser Top-Contender mit Seed 1 und Bison Seed 4 sind gerade im Semifinals im Winners. Ja. Auf der anderen Seite hat Linotox gegen Ian gespielt, Linotox 3-0. Das heißt, ich warte halt da quasi gerade. So, okay, SDN hat aber jetzt ein Lead. Gerade drüber geredet, irgendwie Edgeguard, wie man von uns SDN. Das ist übel schwierig. Und einfach Angst hat. War 170 hat er schon, der findet den Kill einfach nicht. Das ist Das schon heißt, die Cairns heftig, so ein bisschen für dich arbeiten. oh, Okay, jetzt hat er da, ihn. sehr Jetzt hat nice. er ihn. Den Roll bekommen. Genau, und jetzt versucht er ein bisschen wegzurennen. Weiß ein paar Frisbees, ein paar Cowboys. Da kann kämpfen ich wirklich selber. Oh, Ja, Alter, der FT. irgendwie sieht der Charakter auch nervig aus, also. Ja, ist natürlich nervig. Aber, genau. Und dafür, dann, der kann so Cowboys droppen, oder? Also, ja, also, da hat mehrere Projektile. Er kann da so einen Cowboy hinsetzen. Der, glaube ich, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube, der ist übel random. Also, random, wann er schießt, wie viel Knockback er hat und wie viel, wie groß die Reichweite ist, also in einem bestimmten Range, weißt Okay. du? Das war, Junge, er kriegt schon wieder einen Kill, nicht 170. Das ist Also, krass, ne? das ist Also. definitiv, das ist das Schwerste, was hier, was Spicy hier nicht hinbekommt. Also so lange zu überleben ist natürlich ein riesiger Vorteil. Und wenn Ja. SDN da so jetzt sogar zum Beispiel die Abwehr bekommen hat, dann kriegt sie Early Kills halt. Riesenlead. Er hat den schon Da gar nicht auch wieder bekommen. nicht die Über Cairn. 200% und er Ja, kriegt ihn einfach nicht. das ist natürlich auch Tilten. Oh! Nice. Krass. Ja, Naja, okay. hätte ich gedacht, das Nice. punisht. Sehr nice. Es ist eher wieder bei 0, der Boah, andere bei wow, starker 85. Cross-Up. Kommt nicht leider nicht so viel raus. Na witzig, ich denke immer, Beißel rennt nur weg. Aber wenn ich wirklich drauf achte, geht er manchmal halt rein, um die Approach zu stuffen. Weil ich dachte, er gar nicht mal. Ja, das ist. Ja, also in dem Game war auf jeden Fall, dass Beißel den Kill einfach nicht so spät erst bekommen hat, ne? Aber er ist natürlich sehr stark in den Early Kills. Hat die Openings gefunden. Also gucken, Beißel ist halt immer noch Seed 4, ne? Also mal gucken, wie er adaptet. Ja. Aber SDN einfach so. Momentan der stärkste Spieler hier gerade und der zumindest attended. Okay. Gibt's da irgendwie was Besonderes bei diesem Duck-Zerkant-Dings-Duo-Charakter, wo man drauf aufpassen soll? Also. Okay, also, boah. Ich würde sagen, die Cairn ist das krasseste an diesem Charakter. Also ist Frame 1 halt direkt draußen, ne? Okay. Und wenn er in so einer Combo ist, kann er die ja spammen. Die ist sofort draußen. Das heißt, wenn er gehittet wird, explodiert das und beide bekommen so Schaden, weißt du? Bisschen wie Snake, der auch die ganze Zeit seine Grenade spammt, wenn er in Combos ist. Weil der kommt halt sofort raus, ne? Und breakt dann quasi die Combo. Okay. Ja. Und der andere Charakter, wer ist das? Ike. Ja, Ike ist halt ein riesiger Schwertkämpfer, ne? Ja. Mehr gibt's auch eigentlich zu sagen, er hat ein riesen Schwert. Also mehr eigentlich nicht. Ja. Also haben wir ein Schwert und einen Hund mit einem. Was hat er da? Weiß ich. Ein Vogel? Ja, genau. Ja, okay. Aber auf fast gekommen. Ja, jetzt relativ even. Also, mal gucken, ob Beißel jetzt hier die Kills bekommt. Das wäre das Richtige. Weil Prozente even sind aber in den Kämpfen oder was auch. Oh, Alter. Junge, das ist so scary, Ike. Eine näher, der 80 oder so. Oh. Ja, da war der ein bisschen zu viel. Ja, Edge da hat Guard. er gefumbelt. Das war nix. So, und gegen Beiß, also wenn Darkhand den Lead hat, das ist sehr schwer. Aber er lebt noch. Ja. Boah, Alter, die Cairn, einfach zweiter Spieler.
Ja, schön. Baut jetzt hier seine Prozente auf, ne? Mhm. Für ein Lead lässt ihn gar nicht ran. Boah, Alter, was ein starker Grab. Krass, das war krass. Ja. Ah, ist Junge, 99 ist er schon drauf. Das ist heftig. Ja, da, der ist der Dash, der, komm einfach. Komm nicht, Mann. So okay. Aber mal sehen, ob er ihn dann auch wieder gekillt bekommt. Diese Beißel jetzt etwas overextended. Alter, war der letzte, da liegen aber zwei Items. Ja, okay. Ah. Meißel baut gerade so gute Setups auf. Der ist eigentlich noch nicht so ganz drauf klar. Ah, kennt er da wenig Kette, das wäre auf jeden Fall okay gewesen, auf 180 jetzt. Aber Meißel hat halt noch den Lead. Aber er lebt noch. Auf 200 wieder. Und die nächste Dose. Full Rage Ike ist natürlich auch scary. Er ist lebt. Er lebt glaub ich. Immer noch. Das ist krass. Über 200%. Da bekommen wir den Jump on Stage. Sehr nice. So, lass Cancel rumfliegen. Das ist immer der Dash-Tag bei 40. Nice. Drüber gesprungen. Ich soll wieder overextend mit der Offstage, ja? Krass. Ich will gerade die ganze Zeit rein, dass der einfach. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, also wenn man nicht aufpasst. Das ist schon auch wieder 100, das ist echt krass, das ist echt. Oh, das war so. Ey, oh. Nice, gut rausgesprungen. Oh, das war das Geld. Dose. Krass, 129% schon. Mhm. Das ist heftig. Kate bekommt man nicht so early, aber wenn er so schnell Prozent aufbaut. Boah, ja. Okay. Kate. Bei 130% auf Ike. Der Rage. Bin ich mal gespannt, wenn er muss ihn jetzt killen. Also wenn ich weiß, wäre ich jetzt so Angst, ne? Weil so ein Full Rage Ike, hast die ganze Zeit einen Kill nicht bekommen. Jetzt kriegst du lange den Damage. Ah, nice, der Girl. Oh. In Can. Sehr schön, aber er lebt noch. 80. Alter, was? Die Can. Yo. Die Can, aber er lebt noch. Das ist krass. 193%. Vielleicht aufs Timeout gehen, die 3 Minuten jetzt noch. Okay. Boah, Weiß ist already. Also er will diese Grabs unbedingt. Die Dose verfolgt ihn auch einfach. Die Dose hat ein Ziel und zieht es durch. Das ist etwas viel. Nein! Oh, da kam die Bombe noch. Ich weiß nicht, ob die ein Klatsch war. Spielt das? Ja. Sehr Alter, wie krass. Knapp noch. Aber hat er echt lange gebraucht. Ja. Also ist da so viele Prozent drauf gekommen. Es waren locker 500% das Game oder so. Das war wirklich insane. Das war echt 500, krass. 400 vielleicht. Ei, krass. Der SN braucht halt immer nur so 80, 90, weißt du? Ja. Und dann bekommt er schon relativ schnell den Kill. Aber 1-1. Hätte ich erwartet. Weil generell SDN, glaube ich, bis jetzt. Turnier ist, glaube ich, sein erstes Game, was er jetzt verloren hat. Ach, krass, okay. Das schon ein Achievement. Normalerweise, wenn SDN ein Game verliert, dann werden die Sets immer spannend. Mhm. Dann sieht so die Adaptation hin und her. Weil sonst sind immer so Clean Sweeps. Ey, wie hat der gerade mich getroffen? Die Panik von beiden, aber. Ich weiß nicht, wie SDN mit so viel Selbstbewusstsein einfach immer da so abbiegen kann. Einfach so am Stage wieder. Ich hätte immer so Angst, dass ich irgendwie gegimpt werde. Ja. Diese Fair hilft natürlich mega gegen die ganzen Projektile, um diese Projektilwand da wegzuhauen. Ja. Oh, die Armor. Was? Er ist gestorben. Das ist heftig. Ich glaube, da habe ich gut gehalt. Oh. 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 Ja, das kriegt aber. SDN will down to back ja einfach nicht lernen. Okay. Kommen wir auf den Boden? Nein. Weißt du, lässt ihn nicht? Oh, was? Ist jetzt gehittet. Ja, okay. Da war der Kamera aber natürlich nicht gut geplaced. Nee. Aber gute Reaction von SDN. Ja, genau. Und der Frisbee, den kann er halt auch, werfen. Der ist auch sofort draußen, weißt du? Mhm. Die Can fliegt man das irgendwie. So. Schön großer Lead für SDN. Besonders weil Beißel halt in dem Set noch nicht wirklich Kills bekommen hat bei den Prozenten.
Also bei 160 ist vielleicht. Boah, aber Perry? Ich als Laie erkenne das auch. SDN spielt verdammt gut. Ja, auf jeden Fall. Echt krass, die Prozente immer wieder rauszuhauen, auch wenn er schon über 100% ist. Und das kriegt er auch gerettet. Ui! Au. Starke Kerne. Da ist er aber raus. Aber Weiße jetzt schon auf 62%. Oh nein! Okay. Ich dachte, er hat das schon fast am Gang gemacht. Ledge. Mal gucken, sind nur noch 40% Defizit, also gerade eben sah es noch sehr viel schlechter aus für Beißel. Okay. Jetzt habe ich schon wieder Angst. Guck mal, Beißel ist bei 90 und hat Angst. Und SDN ist bei 130, ja, geht noch. Alles gut. Nice. Oh. Okay. Starker Edit. Krass. Oh. Alter, der wird aber gerettet. Aber das macht SDN verdammt gut. Sein Selbstbewusstsein geht einfach nicht drauf, egal wie hoch das Prozent ist. Ja, das war 50% ist. Also. Sehr gut geerdet mit der Abi. Schon wieder 22%, 36% ist er. Oh. Okay, die Can. Frisst die Dose. Hat ihn da noch ein bisschen. Will ihn aber das hier jetzt wieder zurückkommen sein? Das war ja eine ähnliche Situation wie bei den letzten beiden Stocks. Ja, aber SDN schafft es einfach zu prozentig. Viel Spaß jetzt ein bisschen. Nice. Immer noch nicht tot. Das ist wirklich traurig. Bei SDN. Ich bin natürlich auch gut, um diese Kill aufzuspannen. Ja. Heftig. Killt das? Nein. Killt nicht. 80? Oh. Ja, stark. Jetzt aber. Krass. Sehr, sehr heftig. Tief gegangen. Heftig. Sehr, sehr nice. Sehr gute Runde. So, 2-1. Guck mal, ob Beißel wieder zurück adapten kann. Das wäre natürlich cool, so ein Game 5 zu sehen dann. Das wäre spannend, ja. Siehst du die Charakter hier zum ersten Mal, oder? Nee. Also, ich weiß, wo ein paar Charaktere herkommen. Mhm. Aber was sie für ein Moveset haben und so, habe ich halt keine Ahnung. Ah, okay. Na, also sind wir jetzt zu gucken da. Oh, ich dachte, der Beißel baut hier erstmal diese Wand auf, aber SDN geht sofort rein, wenn er das. Ey, it's a Frisbee. Ja, das ist halt natürlich etwas sehr epic ist an Duckhunt, dass er sofort diese, dass die Frisbee und die Can rausholen kann. Mhm. Normalerweise macht er Advantage Dead, also wenn man Kombos und so macht, ne? Hat ja am meisten Spaß. Deswegen wird Duckhunt wahrscheinlich nicht so gemacht. Und natürlich auch wegen dem Neutral, den ganzen Projektil und alles. Ja, eigentlich wirft man ja nur irgendwelche Sachen auf den Gegner, so wie das gerade aussieht. Ja, also natürlich, man wirft ein paar Sachen auf den Gegner, aber man guckt halt, wie der Gegner darauf reagiert, ne? Ja, ja, klar. Also springt er da rüber, wann geht er rein und alles. Oh, er kommt, er grabt nicht leider. Ganz knapp, obwohl es natürlich richtig war, SDN hat schon geschrieben. Was? Oh, okay. War ich gar nicht ready für, ich hab den gar nicht gesehen, Kern. Nee, ich auch nicht. Ich hab dich. Alter, das killt er von alle deine Stage. So krass. Sieht, dass er reingeht in den Zeitversuch. Okay, quasi lustige Zeit. Normalerweise, wenn er nicht den Lead hat, dann lässt er sich besuchen. Lässt er nicht so viel Zeit, sondern geht er rein und macht Smash und so. Nice. Sehr schön. Ab da hat er schön ruhig gewartet auf eine Option. Boah, auch gewartet. Ja, da sofort der Frisbee. Bin ich mal gespannt, ob SDN jetzt schon wieder die Prozent so aufhauen kann. Von 80, 9, 95, Alter. Da hier wirklich so schnell. Ein Setup. Boah, nice. Schade, dass kein Edgeguard kam. Vielleicht 120 schnell, ja. SDN. Vielleicht bedeutet, können wir ja bei SDN, bei SDN bedeutet, dass er irgendwie gefühlt nicht, wie hoch die Prozentzahl ist, so wie das hier aussieht. Junge, was passiert da? Das waren irgendwie 6 Hits oder so, da gerade passiert. Und er kriegt ihn nicht gekillt. Vielleicht jetzt, der Cowboy. Er bleibt doch ein bisschen auf Abstand, die Dose, die Zeit, die nicht passiert. Nicht punchen oder so.
170 Schilder. Nice. Headbuster ist ein Lead und jetzt natürlich so weit weglaufen, wie er kann. Das geht nicht. Okay. So, muss von Ledge erstmal wegkommen. Alter, ist der jetzt so scary. Das spiel dich mal. Gruselig. Das ist echt gruselig, ja. Das sind intense. Bam, bam. 60% schon auf Ike. Da kommt wieder der Stab. Er ist so krank. Wie er die hittet auch. Das wäre sie nicht, das wäre sie nicht punished. Nice, der Grab. 86 schon wieder drauf. Ja, da muss der Punch kommen. Okay, einmal Backfall, jetzt mal offstage. Bam, Can, 115. Weiß Damage wird immer größer. Bei 0% noch. Das ist, ja. Ist gut. Sehr gut. Das ist gut, ja. Er versucht irgendwie zu kommen. Da, ein Grab. Okay, da drüber getaggt. Nicht mal die Combo darüber bekommen. Mhm. Oh mein Gott. Down hätte er auch schon wieder gekillt. Er ist der Entsucht und diesen Early Kills die ganze Zeit. Mhm. Jetzt geht er auch offstage. Ja, okay. Oh. Komm, Abi. Oh nein! Das ist krass. Aber auch stark getimed von SD Ender. Sehr gut gespielt. Alter, richtig stark. Ja. Spannend, ja, das war echt gut.